So, und damit ein wunderschönes und herzlich willkommen hier zu einem komplett anderen Video auf meinem Kanal. Ihr werdet es schon am Titel erkennen. Ein kleines Statement. Sehr geehrte Mitarbeiter von Square Enix, sehr geehrte Mitarbeiter von People Can Fly, ihr habt es geschafft, ein Spiel in binnen von 7 Tagen auf dem besten Weg dahin zu bringen, es völlig kaputt zu patchen. Angefangen von den Serverproblemen von Tag 1 an, bis zu hin von unnötigen frühen Nerfs einzelner Charakterklassen und vielerer Mods, sodass der Schaden massiv gesenkt wird. Es reicht anscheinend nicht, ein stabiles Server zu haben, sodass der Multiplayer quasi unspielbar ist mit 2 oder mehr Leuten. Nein. Man muss die entsprechenden Charakterklassen sogar noch nerfen, damit das Spiel noch uninteressanter wird. Früher war es ja so, was heißt früher? Am Anfang des Spiels war es so, dass es passiert ist, dass von einigen Spielern die Inventare komplett gewiped wurden, wenn sie einen CE-Fehler hatten. Neuerdings ist es sogar so, dass Spieler nach einem CE-Fehler gleich komplette Charaktere verlieren. Mitsamt den kompletten Gear, was sie sich erfarmt haben. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Sowas ist quasi schon fast unentschuldbar, kann eigentlich schon gar nicht mehr wieder gut gemacht werden. Ich weiß nicht, was die Leute sich da noch einfallen lassen werden, um irgendwie eine kleine Entschädigung in das Spiel einzubringen, aber ich weiß nicht, wie man das wieder gut machen könnte. Solltet ihr Probleme haben mit eurem Verwüster, solltet keinen Schaden oder keinen richtigen Schaden mehr anrichten, empfehle ich sehr gerne das Video Beste Waffe, beste Ausrüstung für den Verwüster auf meinem Kanal. Ja. Ich weiß nicht, Leute, wie ihr das seht. Das Spiel wird immer uninteressanter. Wie gesagt, angefangen von den massiven Serverproblemen, dass sie es einfach nicht hinbekommen. Die Server stabil zu halten. Nein, sie bringen halt kleine Patch Notes raus und machen den Technomancer schwächer. Was passiert? Es schleicht sich ein Bug in eine gewisse Mission ein, die ja schon binnen von ein paar Minuten denn sofort viral ging. Ja, man erinnere sich an die Nebenmission Das Erbe der Outriders, wo es gleich 10 Legis umsonst gab. Was macht People Can Fly und Square Enix? Ja, sie bearbeiten diesen Bug noch in derselben Nacht. Das kriegen sie anscheinend sofort hin. Aber das Spiel stabil zu kriegen, das kriegen sie nicht hin. Was passiert? Man spielt zu zweit oder eventuell zu dritt. Man spielt gemeinsam das Endgame. Man spielt die Expedition oder halt auch andere Missionen. Ja. Und wenn einer eine Expedition startet, bekommen die anderen Spieler einen sogenannten CE-Fehler. Und die Anwendung schließt sich. Danach gehen sie ins Spiel und müssen einfach um ihr Inventar bangen. Das kann für mich absolut nicht sein. Wenn die Server nicht stabil sind, dann sollte man den Multiplayer-Modus erstmal komplett abschalten, sollte sagen, hey Leute, wir haben Probleme mit dem Server, wir müssen den Multiplayer aufgrund dessen erstmal komplett einstellen. Aber nicht irgendwie halb. Herzige Sachen machen, ja, wir werden erstmal das Crossplay unterbinden, dass Xbox und PlayStation nicht zusammenspielen können oder PC und PlayStation, PC und Xbox nicht zusammenspielen, aber PlayStation, Xbox und PC untereinander können zusammenspielen. Das funktioniert ja anscheinend auch nicht reibungslos. Wie gesagt, immer wieder kommt es vor, dass halt auch Spieler die Lobby verlassen müssen, aufgrund dessen sie keine Zeit mehr zum Spielen haben oder halt irgendwelche anderen Termine haben. Und müssen dann bangen, gleich wieder einen sogenannten CE-Fehler zu kriegen. Leute, bekommt eure Probleme endlich in den Griff. Bringt ein vernünftiges Patch-Note raus, wo ihr die Sachen in den Griff bekommt. Und dann werden wir sehen, was das Spiel noch zu bieten hat. Positive Sachen zum Schluss. Ja, was will man sagen? Ja, die Story ist ganz okay. Ansonsten weiß ich halt nicht momentan, was man noch Positives über dieses Spiel sagen kann. Kann natürlich auch sein, dass es Leute gibt, die völlig anderer Meinung sind. Das ist auch völlig in Ordnung.
Es hat ja jeder auch seine eigene Meinung zu dem Spiel. Aber ich sage, es kann halt einfach nicht sein, dass ein Spiel mehr als 7 Tage nach Release immer noch nicht funktioniert, immer noch instabil ist und so gesagt, nach dem neuesten Patch es jetzt Charaktere oder Spieler gibt, die ihre kompletten Charaktere verlieren und auf sie nicht mehr zugreifen können. Ja, Leute, das war es erstmal von meinem sogenannten Statement. Wie gesagt, liebe Grüße an People Can Fly, liebe Grüße an Square Enix. Bekommt euer Spiel in den Griff. Damit verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Anschauen des Videos. Bleibt gerne mit einem Abo am Start, damit ihr keine Videos mehr verpasst auf meinem Kanal. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, guten Loot und drücke euch die Daumen, dass euch nichts passiert und sage Tschüss.